Hallo und willkommen zurück zu Layers of Fear, wo wir aufgehört haben vor dieser Tür. Dann latschen wir mal. Hier müssen wir jetzt durchlatschen können, genau. Okay. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Okay. Was zur Hölle? Kann man hier auch noch außen rumlaufen? Okay. Verpissen wir uns aus diesem Raum. Kriegen wir dann eine normale View? Ist da Löwe eingesperrt oder so? Okay, gut. Sollte Oliver da drin bleiben. Ja, gib auf, wie immer. Aber nicht meine Intuition. Aufgeben war nicht meine Intuition. Wieder Pfeiler. Okay, die unten sind zu. Okay. Dann ist auch nur dieser Raum eine Option. Wer den Aufziehschlüssel weggeräumt anscheinend. Flauschig. Flauschige Fälscher. Lachen über mich. Liegen still zwischen Spielsachen. Keine Spielzeuge erlaubt. Okay. Diese Ratten. Warum steht die jetzt eigentlich in der Mitte? Hier steht auch nur zur Deko. Ah, da ist der Aufziehschlüssel. Ich spiele, aber da ist ein Hund. Ich gehe jetzt mal nicht von aus, dass man mit einem Aufziehschlüssel sowas öffnen kann, aber wer weiß. Wer weiß. Okay.
Ich drehe mich mit dem Ding mit. Oh, und loslassen bringt nichts mehr. Gut, dann drehen wir uns mit. Die Spielzeuge da unten bewegen sich. Das Ding ist aufgegangen. Das Haus geht an. Das Ding geht an die Wand, das ist unüblich. Der versucht die Wand einzuhauen. Alles klar. Alles klar. Der Raum wird immer größer. Still, kleine Schätzchen, die Nacht ist kalt. Oh, Servus. Das ist ein Roboter. Sterne erlöschen, es dunkelt auf einmal, okay. Oh nein, es kommt näher. Mama kam des Abends und Decke in... Was? Nicht so schnell! Nur ist sie nirgends nicht zu finden, kannst du, okay. Oh. Jetzt müssen wir es nochmal lesen. Oh, ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, okay, das Bild ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber sonst. Ah. Wir wollen sie wieder zu. Ja, die, die hinten waren, die sind zugegangen. Oder aufmachen. Okay. Warte, was? Was genau muss ich jetzt hier tun? Ach nee, ich dachte, das schon hinterher. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Okay, was für eine Haar von Haar war das bitte schon? Okay. So ein Face in der Tür ist auch schon interessant. Dann habe ich jetzt das Ding da. Ich hatte ich doch sicher vorher geöffnet. Irgendwie, warum ich keinen Schlüssel dafür gefunden habe. Irre mich ein bisschen. Hat sich der Raum nochmal verändert irgendwie? Nee. Ja, keine Ahnung. Warte mal. Ah. Hier habe ich, glaube ich, nicht geguckt, oder? Weiß nicht. Ist aber sie auf jeden Fall angeguckt und sonst ist da auch nichts mehr drin. Okay. Ja, dann. Habe ich die Tür schon probiert? Nein, okay. Dann gehen wir nach da weiter. Wow, wow. Okay. Was zur Hölle habt ihr mit meinem Raum gemacht? Weil diese Puppen.
Verschwunden. Immer voll an meine Wand. Es fehlen nur noch zwei Kapitel, sobald ich das Bild hier weitermale. Mal ein paar neue Seiten hier drin gefunden. Ja, schaut so aus. Ich kann mir vorstellen, dass wir sicher schon ein paar Gegenstände verpasst haben. Bin ja auch manchmal weitergegangen, ohne es eigentlich zu wollen. Okay. Oh, da ist dieses Haar. Schöne Lampe. Ja gut, dann wird es da weitergehen. Aber 17 Uhr. Ich glaube, dafür habe ich heute keine Zeit, mir das aufzunehmen. Ich cutte. Versteht ihr? So. Jetzt geht's weiter. Mitten im Part einfach einen Cut gemacht. Jetzt ist ein Tag vergangen. Und Kamera, sei nett. So. Und jetzt gehen wir weiter. Bleibt offen, Tür. Schwarz. Okay, die ist jetzt zu. Wir haben hier. Achso, das ist einfach so ein Kreis. Quasi. Den man hier lang gehen kann. Okay. Auf der anderen Seite ist quasi nichts, also kann ich hier wahrscheinlich einfach so im Kreis laufen, oder? Ja. Lasst uns eine Runde im Kreis laufen! Okay, neues Porträt. Also der macht diese Geräusche. Au. Ich kann mir jetzt gerade irgendwie beim Tastatur reinschieben, wie getan, wie hoch und das ist hingekriegt habe. Oh. Hallo, Stür. Der ist eine Truhe. Oh, okay. Oh. Das habe ich nicht bemerkt, auf einmal sind ja welche in der Mitte. Hallo, gib mir die. Will die Option haben, Türen zu öffnen, ja. Gehe im Kreis. Sollte circa. Ja, da ist ja gar nichts drin, was soll denn das? Einfach nur ein Prank. Also es ist jetzt ein bisschen beschissen, dass das jetzt alles dunkel ist.
Kann nicht lesen, okay. Warum kann ich das nicht lesen? Das schaut doch sogar so aus, als könnte man es lesen. Na gut. Gehst du auf? Gehst du auf? Gibst du mir meine Hand? Ich will. Genau. Da wollte ich drücken. Zumindest sind da noch Lichter an. Warte mal, sind hier nur andere Lampen, die ich anschalten kann? Irgendwo. Irgendwo. Wahrscheinlich nicht. Zum sehe ich keine anderen. Mein Gott, Mann, ist der laut. So, hi. Danke. Im Delirium leicht zu vergessen. Besoffen, ja. Okay. Mach's diesmal richtig. Sich im Kreis drehen. Mein Gott, meine blöde Uhr. Noch nicht. Zeit. Gib mir die Übersetzung. Erinnere. Jeden Fehler? Oder, wie genau, was sagt man, das ist am besten? Das ist das beste Wort für Mistake. Noch nicht. Okay. Okay, da blockiert ein bisschen was. Das ist immer noch ein Kreisraum. Was steht da? Ruhelos. Ruhelose Erinnerungen. Also der Raum draußen, der wurde auf jeden Fall zerstört. So viel kann ich sagen. Ich suche immer noch einen Schlüssel, da war ja irgendwas, was, da war ja eine Truhe, die ich nicht aufkriegen konnte. Mich gern ducken. Ist hier irgendwas? Der Schlüssel? Ja gut, mit der werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viel machen können, mit der Uhr. Die ja jetzt einfach kaputt gegangen ist. Okay, dann gehen wir mal raus. Die Türen bleiben auf jeden Fall offen. Wenn wir diesen nächsten Raum exploren, wo die Truhe jetzt einfach offen ist und da ist nichts drin. Okay, das hätte mir also in dem Sinne eh nichts gebracht. Na gut. Lässt du diese Tür jetzt öffnen? Ja, sie tut's. Bild. Okay, dann gehen wir mal weiter. Durch diese Tür. Kann ich die nehmen? Nein. Komm schon, gib mir die Pfeife, ich will rauchen. Und dann halte ich das hier vielleicht besser aus. Hier ist soweit nix. Bam, bam. Okay, die Tür ist öffnungsbar, ist die Tür auch öffnungsbar? Da hat es gerade irgendwie so geblitzt, als ich sie versucht habe zu öffnen. Aber hat den Raum, glaube ich, jetzt nicht verändert.
irgendwas hier drin? Papier. Mehr Papier. Okay, das hat keinen Effekt, wenn ich beide ausschalte. Achso. Mein Gott, man erschreckt mich nie so. Also haben wir jetzt zwei Türen zur Auswahl. Wir können jetzt entweder hier lang gehen. In diesen Raum. Wenn wir da überhaupt reingehen, da steht ein Stuhl. Wir gehen in diesen Raum. So, können wir da überhaupt lang gehen? Da steht ein Stuhl. Ach ja, der lässt sich wegschieben. Da geht es weiter. Hier geht es wahrscheinlich auch weiter. Dann schauen wir jetzt für den Stuhl. Tür ist zumindest noch offen. Okay. Kann noch nichts öffnen. Ja. Ach ne, das sind nur die Schubladen. Mein Gott, das ist verwirrend. Da kann man aber auch nicht mal weitergehen. Weil die Tür bleibt immer noch offen. Geht nicht zu. Daran merkst du, dass du eine richtige Entscheidung getroffen hast, wenn du zwei Auswahlen hast. Entscheide dich. Wofür denn? Ja, vom Korridor hinterm Fenster ist. Oh mein Gott, ist das eine Schrift? Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen, aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen. Alles klar. Du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Das war aber nicht sehr freundlich. Die kann ich nicht öffnen, die Fächer. Und ist hier rübergehen eine Option oder ist das den Stuhl, der lässt sich gar nicht mehr schieben, okay. Nein, darüber gehen ist anscheinend keine Option. Kann da aber reingucken. Aber man kann da, glaube ich, nicht reingehen. Außer man hätte Cheats, dann könnte man hier wahrscheinlich schon durch, aber so will man nicht. Weiß gar nicht, ob was genau das für Auswirkungen hätte, wenn du in andere Räume gehst und die du eigentlich gehen können solltest. Ob das überhaupt funktioniert, ob das Spiel das überhaupt zulässt. Oh. Einfach mal eine Runde ins Licht gucken, Alter, ist die Ecke dunkel. Noch. Nicht schon wieder, du. Unsere letzte Begegnung war nicht gerade sehr freundlich, weißt du? Es ist aber nicht so nett. Mach das Licht wieder an. Mach das Licht wieder an. Kann ich rausgehen? Ich kann. Sind wir lebensmüde? Wir sind lebensmüde. Wo ist der Jumpscare? Wo ist der Jumpscare? Da ist der Jumpscare! Gut. Tschüss.
man in der Richtung einfach nichts sieht. Warte, wo ist überhaupt der Raum da? Man erkennt hier echt gar nichts. Okay, die Seite des Raums ist komplett unsichtbar, da kannst du nichts sehen. Boah, die ist jetzt vollkommen der Dunkelheit einfach. So, hallo, nächster Raum. Ich frage mich, wie weit das aus... Was war das für ein Geräusch? Wie weit das Auswirkungen hat? Das bewegt sich von selber. Vielleicht springt es mich an. Ja komm, spring! Flieg in mein Gesicht! Wir sind einfach mal oben. Da sind einfach lauter Fallen drin. Aber da unten kann nichts öffnen. Ah ja, wegen dem Stuhl, okay. War da jetzt wieder eine Ratte drin? Okay, jetzt habe ich den Schlüssel. Einfach drüber laufen. Wie groß war der letzte Ding? Das war 10 irgendwas. Ich glaube, in 28 Minuten kann ich, glaube ich, aufnehmen. Okay, die Tür lässt sich öffnen. Was haben wir denn hier? Bücher. Ja, es ist nur Licht. Ja, da hat hier anscheinend einen Luftzug, wie ich hier sehe. Oder höre, ja, hier ist ein ziemlich starker Luftzug in diesem Raum. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ah! Ich glaube, der Ratten. Okay. Bleibt offen. Oh, die sieht ja sogar süß aus. Hallo. Hallo, mein Kleiner. Ich habe Angst davor, dass mich die Ratte jetzt, dass mich die Ratte jetzt anspringt. Aber nein, sie läuft nur weiter weg. Weißt du, eine Ratte macht einfach einen Jumpscare. Ein möglich Watz. Schon, Daddy Song. Das ist nicht so stabil. Ich möchte jetzt nicht, dass mir die Decke vom Kopf fällt. Das war jetzt nicht ganz so optimal. Ratte läuft weiter. Okay, ein bisschen auf die Kisten. Hallo Kerzen. Oh. Ist das eine Tür? Also. Ah ne, das ist einfach nur ein Schrank. Ah. Hä? Wo ist die Ratte hin? Ist die in eins der Löcher gejumpt? Ich meine, reinpassen würde sie. Boah. Aber ja, der hat sich da unten versteckt. Gott, mein quietscht die. Hier wird's aber ganz schön eng. Du Ratte, hier wird's aber ganz schön eng in den Gängen. Warum habe ich so enge Gänge in meinem Haus? Ah ja, gut, da geht's weiter, okay. Ich dachte schon, das wäre jetzt hier das Ende, weißt du? Hä? Warte mal. Die steckt da im Holz. Das sollte jetzt aber, glaube ich, nicht so sein. Dass die einfach im Holz steckt. Ach, und dann läuft sie auf einmal da hoch. Und dann läuft sie weiter. Warte mal, kann ich da hochgehen? Nein, das bin ich leider nicht hin.
Hatte? Okay. Ich glaube, die hat sich jetzt verpisst. Vielleicht sehen wir sie später wieder. Wenn wir weiter hier durchgehen. Jetzt muss ich einen Zahlcode finden, um hier wieder rauszukommen. Das ist ja witzig. Und die Ratte gefolgt bis in ihren sicheren Tod. Okay. Okay. Ich dachte, die Ratte wird hier verreckt, aber anscheinend. Ich meine, die sieht ja keinen Leichnam oder sowas. Ich sehe nur Glassplitter. Oder da sind noch Glassplitter. Cat Dog Red. Das ist cool. Das ist eine coole Variante. Okay. Die Katze. Ah, muss ein bisschen näher rangehen. Warte mal, hier sind immer drei Wege. Woher weiß ich jetzt, in welchen das Ding reingegangen ist? Achso, das ist wahrscheinlich so ein bisschen mit den Farben, oder? Da lang, da lang, da lang. 4. Hätte aber die falsche Farbe. Also würde wahrscheinlich die Katze nicht diesen Weg genommen haben. Schauen wir mal den Weg hier. 3. Der Weg hier. Das ist aber dann. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Woher soll ich jetzt wissen? Das sind ja drei Wege unter der Katze. Eigentlich, es sind drei Striche. Woher weiß ich, welchen Weg sie jetzt genommen hat? Ich meine, das. Oder soll ich mir. Das ist ja wahrscheinlich die erste Zahl, das hier ist die zweite Zahl, das hier ist die dritte Zahl, oder? Oder gute Frage. Soll ich die von links nach rechts nehmen oder soll ich die in der Reihenfolge, in der sie rein theoretisch hintereinander laufen würden? So rein theoretisch. Müsste mir eigentlich was aufschreiben. Jetzt müsste mir eigentlich was aufschreiben. Weißt du was? Dafür hat man das Handy. Weil wenn ich das hier sehe, kann ich jetzt nicht eindeutig sagen, welche Zahl jetzt hier die richtige war. Dann. Dann mal da. Was sollen mir die Farben sagen? Sollen die mir überhaupt irgendwas sagen? Die Farben der Nummern? Hallo, Handy? Ist wieder am Hängen, mein Gott, Mann. So, ich brauche Memos. Wenn ich was aufschreiben kann. Plus. Eine neue Nachricht. Hallo? Genau. Dann fangen wir an mit Cat. Welche Zahlen sind die, die die Katze haben kann? Wenn wir jetzt hier lang gehen, hier, hier. Ist 1 eine Variante? Dann gehen wir hier lang. Hier, hier, hier. Hat 4 auch eine Variante? Soll es nicht ausgehen. Und wenn wir hier lang gehen, haben wir auch noch 3. Okay. Dann schreiben wir uns den Dog auf. Den Hund. Da gehen wir hier lang, gehen hier lang, hier lang, hier lang. Das wäre dann die 2. Bin ich jetzt, welchen Weg bin ich jetzt gegangen? Bin ich jetzt den hier gegangen? Ja, bin ich, okay. Dann gehen wir den Weg hier, der geht hier lang, hier, 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 hier. Das wäre die 5.
Die soll nicht ausgehen. So, dann gehen wir den Weg lang. Der führt nach hier und das wäre die 9. Okay. Dann haben wir noch die Ratte. Gehen wir hier mal den Weg. Hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Das wäre die 6. Dann gehen wir den Weg hier. Das wäre die 8. Oder bin ich denn richtig gefolgt? Warte, fahren wir nochmal nach. Ah, ja, müsste passen. Und der Weg hier wäre dann die 7. Speichern wir das schon mal so. Also haben wir 1, 4, 3, 2, 5, 9 und 6, 8, 7. Jetzt müssen wir überlegen, in welcher Reihenfolge die kommen könnten. Die 1 wäre grün. Das Grün hat aber nichts mit irgendwas anderem zu tun. Oder müssen sie alle dieselbe Farbe haben? Das wird natürlich auch eine Möglichkeit. Nee, nicht wirklich. Dafür gibt es viel zu viele verschiedene Farben, dass die alle dieselbe Farbe haben könnten. Warte mal, wer führt denn zu 9? Der Hund führt zu 9. Wenn man es mal so sieht, wenn ich jetzt sage, das wäre so, dann müsste. Außer wir fangen. Okay, schauen wir mal. Ja. Eins. Aber das wird dann nicht so viel Sinn ergeben. Wenn wir sagen, dass die Farben sich so synergieren quasi, dass sie wieder von Anfang bis Ende gehen sollen. Und weil ich will jetzt nicht diese Nummern einfach nur ausprobieren. Ich will dahinter kommen, warum. Hier, damit ihr vielleicht auch seht. Erkennt ihr, glaube ich, gar nicht, aber ich habe es mir auf jeden Fall die Nummern hier aufgeschrieben. Wenn wir jetzt mal vermuten, dass die Farben zu den Farben gehen. Gehen wir mal so. Eins ist grün und drei hat, also eigentlich, laut meiner Logik, müsste das hier vier die richtige Nummer sein. Dann müsste eigentlich. Wir können ja dann eigentlich nicht nochmal zurück zum Anfang gehen. Das heißt also, beim Hund müssten wir dann eigentlich zur 9. Was ja, das hat ja dann die Farbe der Ratte. Und dann bei der Ratte müssten wir dann eigentlich 6, 8. Müssten wir dann eigentlich zur 6. Dann wäre der Code 496. Okay, testen wir das mal aus, ob das funktioniert. Sechsundzwanzig. Ah, okay. 4, 9. 4, 9, 6. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Dann ist diese Vermutung, dass man das so machen muss, falsch. Könnte vielleicht sein, dass die Farbe in dem Sinne nicht die richtige ist. Weil diese 4, das ist nicht das da oben. Das ist eigentlich nicht das Blau, was das da oben hat. Das Einzige, was genau diese Farbe hat, wäre halt 7. Also die Kalle, also die Ratte rein theoretisch. Das ist schwarz. Das Problem ist aber, der ist der Einzige, der da hinkommt. Okay, wissen wir jetzt ein bisschen zu viel Aufwand. Wir machen jetzt einfach aus den Nummern, die wir haben, ein bisschen Trial and Error. Das heißt, wir fangen jetzt einfach von der Kombination so an. 1, 2 und 6, 7, 8. Okay, dann probieren wir hier die 5.
6, 7, 8. Geht auch nicht. Weil eigentlich müsste das Ding dann automatisch aufgehen. Dann probieren wir hier die 9. 6, 7, 8. Geht auch nicht. Dann nehmen wir hier vorne die 4. 4. Nehmen als zweite Nummer wieder die 2. Gehen dann hier durch. 6, 7, 8. Das geht auch nicht. Dann nehmen wir als zweite Nummer die 5. 6, 7, 8. Das geht auch nicht. Dann nehmen wir hier die 9. 6, 7, 8. Knackt auch nicht. Okay, als erste Nummer die 3. 2. Genau. 6, 7, 8. Dann 5. Genau. 6, 7, 8. Dann 9. 6, 7, 8. Okay, die sind alle falsch. Oder muss ich ganz anders denken? Muss ich ganz anders denken? Schauen wir mal. Welche Nummern habe ich denn jetzt noch mit gar nichts verwendet? 1 ist verwendet. 2 ist verwendet. 3 ist verwendet. 4 ist verwendet. 5 ist verwendet. 6 ist verwendet. 8 ist verwendet. 7 ist verwendet. 9 ist verwendet. Oder muss ich einfach nur einen Pfad nehmen? Ich meine, hier ist die ganze Zeit eine Ratte rumgelaufen. Muss ich also jetzt 6, 8, 7 eingeben, weil das ist der Code der Ratte. Obwohl ich gerade nicht weiß, ob das die Reihenfolge war. Mal kurz dagegen. 6. Ja. Müsste so rein theoretisch. Ja, 6, 8, 7. Das wäre der Code der Ratte. Muss ich vielleicht nur von einem Lebewesen, was da drin ist, einen Code eingeben. 6. 8, 7. Nein, das. Also auf jeden Fall einfach nur die Ratte einzugeben, haut nicht so ganz hin. 1, 4, 3. Weiß es natürlich nur nicht, ob ich die mir jetzt in der Reihenfolge von links nach rechts aufgeschrieben habe oder anders. 1, 4, 3. So ist das auch nicht gemeint. Und 2, 5, 9. 2, 5, 9. Okay. Die Buchstaben haben alle verschiedene Farben, oder? Da ist jetzt nichts, obwohl die 2 und die 6 sind, würde ich sagen, die gleiche Farbe. Aber ansonsten haben die eigentlich alle verschiedene Farben. So ziemlich. Also das Grün ist zwar grün, aber das ist trotzdem anderes Grün als das hier. Und das Blau und das Blau sind auch andere Blaus. Oder müssen wir vielleicht mit einer Art Mischung der Farben arbeiten? Eins ist grün, vier ist blau. Wenn wir bei der Ratte anfangen würden, dann haben wir... Oder müssen Dog, Katze, Ratte machen? Was wäre denn, wenn wir es so machen würden? Das wäre dann 2, 1, 6 rein theoretisch. Oder halt andere Kombis. Warte mal, finde ich da bei jedem eine Farbe, die gleich ist? 2, 5... Und 9. 1, 4 und 3. Es ist es aber auch schon. Wisst ihr was? Das Video ist jetzt soweit schon lang genug. Ich tue vielleicht selber jetzt noch ein bisschen rumtüfteln oder dann schaue ich halt einfach meine Lösung nach. Weil ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher bin, wie genau das. Also. Ja, inwieweit das gelöst wird. Also bewerte nicht vergessen und weiter geht's im nächsten Part. Ciao.